eben, wir haben uns ja kennengelernt durch die Verwaltung, durch eben das Projekt in Bezug. Wie nimmst denn du, also was ist für dich eine Behinderung, Christoph? Aber Behinderung ist generell gesagt eine Einschränkung, dass man eine Person in einem Bereich eine Unterstützung braucht, eine Hilfestellung braucht. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich sage es noch öfters gerne so. Es ist eher die Wechselwirkung, wo erst Behinderung sichtbar macht. Weil ich bin ja so auf die Welt gekommen. Also ich bin für mich, wenn du so willst, normal. Ja. So, ich kenne ja nichts anderes, aber manchmal in der Wechselwirkung mit der Gesellschaft habe ich manchmal ein Kommunikationsproblem. Also eher ein bisschen so durch die Wechselwirkung. Aber jetzt durch das Schaffen bei ihm Bezug hat sich dein Verhältnis zur Behinderung auch ein bisschen verändert? Oder bist du reingekommen? Ich bin, glaube ich, wirklich ein bisschen reingekommen. Ich habe im Vorgespräch oder vorher gesagt, ich bin das erste Mal, als ich mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu tun hatte, war im Segeln. Wir haben im Segelclub kam eine Regatta, die jetzt gerade wieder auch stattfindet, organisiert. Und ich habe dort also die Webfahrtleitung gemacht. Und da ist wirklich ein Sturm aufgekommen, das weiss ich noch gut. Und da habe ich immer gesagt, nein, wir müssen rein und so. Und dann habe ich mal einen Regattenlauf abgebrochen und gesagt, da geht es noch. Und dann haben die sich halb zusammengeschissen und gesagt, hey, wir werden segeln, jetzt macht es. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh, die Seglerinnen und Segler, die wollen. Und es ist gar nicht anders als mit Menschen ohne Beeinträchtigung. Und durch das bin ich dann über ein anderes Projekt in der Verwaltung, dann hat man mich angefragt und das hat mich total begeistert. Und dann habe ich gesagt, ja mal, ich begleite das Projekt in Bezug. Und dann weiss ich noch gut, wir haben ja so ein Kernteam dort, eine Begleitgruppe. Und die Stimmung, das war für mich wirklich unbeschreiblich, als ich aus der ersten Sitzung rausgekommen bin. Es war für mich so befreiend. Es war einfach eine gute Sache. Gewesen. Es ist immer noch eine gute Sache, obwohl es jetzt langsam auf die Ziellinie für die erste Etappe geht. Aber wie nimmst du Behinderung in der Öffentlichkeit wahr? Du machst ja auch noch viel Öffentlichkeitsarbeit. Wie macht man das Thema Behinderung kommunikativ sexy? Dass auch die Gesellschaft wieder mehr das als Vielfalt wahrnimmt und nicht als, wenn wir nur zu ihnen schauen, oder das sind die Armen, oder das, wenn einmal jemand etwas Gutes macht, der ist mega, mega super, sondern einfach, wie bringt man Normalität rein? Ich glaube, dass man es einfach als normales Thema anschaut. Du magst dich noch erinnern, wo wir den Abend hatten in den Thementagen, wo deine Hartmann dort auf der Bühne war. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den man machen muss. Ich glaube, man muss den Dialog, man muss Veranstaltungen machen, man muss einfach zeigen, es ist einfach etwas Normales. Und man muss die Themen ansprechen, so wie man alle Themen eigentlich sonst auch anspricht. Und man muss Verkrampfung lösen, vielleicht auch auf beiden Seiten. Ich kann das jetzt nur von Menschen ohne Beeinträchtigung offensichtlich. Genau. Ich kann es nur von mir aus sagen. Für mich ist es manchmal dann auch schwierig. Man weiss nicht, wie ich mich jetzt benehme. Als ich hier reingekommen bin, habe ich mir schnell überlegt, muss ich jetzt Türen zu? Muss ich dir irgendwie helfen oder so? Dann habe ich gesagt, nein, ich helfe zum Jahr nicht, auch wenn es dort dann ein bisschen drauf gegangen ist. Aber das sind immer so Gedanken, die man sich dann macht. Einfach das Unverkrampften. Und manchmal, wenn man dann eben zu verkrampft ist, dann macht man eigentlich alles falsch. Ja, dann bin ich dann meistens der, was da irgendwie mit einem Scherz probiert. Ja. Aufzulockern, oder? Und ich merke schon langsam, aber ich weiß nicht, wie es für dich ist, wo wirklich jetzt nicht so mit dem Thema so zu tun hat. Wie nimmst du die Selbstvertretung wahr? Sieht man sie? Kommen sie und sagen auch, wie sie es gerne wollen? Ich sage immer, Zug ist so ein Paradebeispiel, oder? Jetzt, wenn man mich ein bisschen anschaut, da, wo gegen rausgeht, aber jetzt hat Manuela Lehmann oder Oliver Einscher, die langsam drücken. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, die Gesellschaft macht momentan an vielen Orten einen extremen Wandel durch und eben auch in den Fragen, wenn es um Behindertenpolitik geht. Und ich finde das auch gut und ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. Aber ich habe manchmal schon ein bisschen so das Problem, das dann auf der politischen Ebene manchmal auch ein bisschen zu platzieren. Also ich verstehe manchmal nicht, warum Politiker das so thematisieren, dass Barrierefreiheit nur unser Thema ist. Ich verstehe schon, warum. Dass sie, bei uns können sie von der Verhältnismäßigkeit reden, ob jetzt die Bushaltestelle muss umgebaut werden. Aber eigentlich ist es ja ein gesellschaftliches Thema, weil ob ich jetzt mit Kinderwagen unterwegs bin oder älter werde und einen Rollator brauche, eigentlich ist es ein Querschnittsthema. Aber ich bringe es nie so fertig, dass man es so anschaut. Kommunikativ. Also wie anschaut? Dass man es als Gesellschaft Barrierefreiheit anschaut, sondern nicht immer nur sagt, für euch Behinderte müssen wir es barrierefrei machen. Ich würde denken, dass wir es gesellschaftlich barrierefrei haben in der Schweiz. Aber da kann ich jetzt wie ein bisschen zu wenig mitreden, okay, weil mir das nicht so auffällt. Aber ich würde das unterschreiben. Okay. Und bist denn du auch noch viel im Ausland und wie nimmst du dort vielleicht Behinderung wahr, wenn sie du wahrnimmst? Ich nehme sie zum Beispiel, ich habe jetzt von Italien, meine Frau ist Sardin und, okay, und dort denke ich weiss von der Infrastruktur her, obwohl sie eigentlich, sage jetzt mal, weniger Geld haben, aber ich glaube, Italien ist weiter als die Schweiz. Der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung ist anders. Ja, und was ich halt immer wieder höre, ist Amerika, oder? Ist für uns, glaube ich, infrastrukturell das gelobte Land, was ich so höre. Weil einfach halt durch das viele Kriegeln, die die Amerikaner halt haben, und halt auch die Wertevorstellung, oder? Die Veteranen haben für das Land gekämpft. Also schauen wir als Gesellschaft auch, dass es ihnen gut geht, ist wahrscheinlich ganz eine andere, oder? Aber hast du, wenn ich eine Frage stelle, in der letzten, du hast gesagt, du bist knapp 30. Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass sich der ganze Themenkomplex oder die Geschichte, die du jetzt gesagt hast, dass sich das verändert hat? Doch, verändert hat sie sich schon. Ja. Was ich manchmal einfach den Reflex wahrnehmen ist, dass die Gesellschaft auch politisch gesehen so eher den Kontext hat, wir haben ja jetzt schon viel gemacht, sind doch endlich zufrieden, wenn wir wieder mit Forderungen kommen, wie es noch besser könnte sein, dass dann der Reflex ist, sind doch jetzt zuerst mal dankbar, ein paar Jahre und dann können wir wieder kommen. Also aber diese Wahrnehmung finde ich katastrophal. Ja. Also man ist dann immer quasi so in der Bittstellerfunktion. Genau. Und da denke ich, da kann die Gesellschaft, da gebe ich dir recht, kann Gesellschaft noch... Ich gebe dir schon auch recht, wenn man jetzt schaut, ich bin in den 90er Jahren geboren und dort war vielleicht noch ein bisschen ein Traum vom integrativen Schulsystem. Also ich bin noch separativ geschult worden und das ist ja, jetzt würde man mich auch wieder da im Städtli oder kam in die Schule schicken, oder? Mhm. Aber dort war es noch nicht. Also natürlich muss ich manchmal auch uns Behinderte in der Selbstvertretung ein bisschen bremsen und sagen, ich muss einfach den Dialog suchen, oder? Kommunikation ist wichtig, dass Nachbarn verstehen, dass jetzt vielleicht der Assistenzbeitrag das Neueste ist und nicht mehr Heimversorgung, sondern dass der Assistenzbeitrag oder dass eben Veranstaltungen, dass mehr barrierefrei ist, das müssen wir wie diskutieren jetzt, aber mit jedem persönlich, oder? Also da bin ich voll bei dir. Was mich in Bezug so fasziniert hat, ist der Paradigmenwechsel, den man dort vollzieht. Ja. Und zwar, dass man zuerst mal schaut, was kann der Mensch? Ja. Und eben nicht zuerst schaut, was kann er nicht. Das ist so. Das ist so.